Unser zentraler Befund ist, dass soziale Netzwerke mit Blick auf rechte Gewaltdynamiken und Mobilisierungsstrategien sowohl überschätzt als auch unterschätzt werden. Soziale Medien, das wissen wir, werden besonders intensiv von rechten Gruppen genutzt. Sie schaffen für diese Akteure neue Gelegenheitsstrukturen zu mobilisieren. Überschätzt werden soziale Netzwerke allerdings als virtuelle Orte der Radikalisierung Einzelner. Es radikalisieren sich vielmehr die Diskurse. Unsere Forschung hat gezeigt, wie wichtig es ist, umfassende Maßnahmenbündel zu schnüren. In Deutschland haben wir einen Pluralismus an Zugängen, Ansätzen, Maßnahmen, Akteuren, die in der deutschen Präventionslandschaft über Jahrzehnte gewachsen sind. Und das sollte man nicht politischen Konjunkturen unterwerfen. Gegenrede und Diskussionsräume sind sehr wichtig, müssen aber in der Präventionsarbeit in Online- und Offline-Formaten verschränkt werden. Es reicht nicht nur rein, offline tätig zu werden oder rein online. Die digitale Welt ist zu sehr Alltagswelt inzwischen. Grundsätzlich ist politische Bildungsarbeit an Schulen und Erwachsenenbildung die entscheidende Grundlage für Extremismusprävention. Benötigt wird mehr Medien- und Digitalkompetenz bei den Nutzerinnen und Nutzern, digitale Zivilcourage in Form von Gegenrede und eine Unterbindung von Verstärkereffekten durch Algorithmen, durch metrische Manipulation, wie sie beispielsweise durch Bots oder gefälschte Nutzerprofile vorgenommen werden. Bei den Sicherheitsbehörden hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden, das sehr wichtig ist. Das extrem rechte Gewaltpotenzial wird ernster genommen. Es bedarf hier allerdings keiner neuen Sicherheitsgesetze. Es muss vielmehr darum gehen, dass die Ermittlungsbehörden die politischen Motive von rechter Gewalt und die Gruppenzusammenhänge, aus denen heraus die Täterinnen und Täter handeln, erkennen. Erst dann wird das Ausmaß des Rechtsterrorismus keine Blackbox mehr sein.